Hallo, heute geht es allgemein um das Thema Poledance-Verletzungen, wie es dazu kommt und was du tun kannst, damit dir das nicht passiert. Mein Name ist Mona. Wenn du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist und immer wieder auf der Suche nach Wissenswerten oder Tutorials zum Thema Poledance, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Es macht mich wirklich ehrlich traurig, wenn ich sehe, wie viele Leute sich durch Pole Dance verletzen, was aber nicht notwendig gewesen wäre. Aber machst du Pole Dance in deiner Freizeit als Freizeitsport? Sagen wir mal ein bis zweimal in der Woche, vielleicht. Dann sollte es auf gar keinen Fall dazu kommen, dass du dich verletzt. Also warum passiert das so oft? Ich habe dazu meine eigene Theorie aufgestellt. Alles fängt damit an, wenn du deine ersten Babyschritte an der Pole machst. Dein erster Spin, dein erster Climb, dein erster Invert. Nämlich geht es da dann darum, auf Biegen und Brechen ist wurscht, ich mache das irgendwie, dann schaut es entsprechend aus. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wenn du hineinspringst, kann dein Körper nicht die entsprechende Kraft aufbauen für die mehr fortgeschrittenen Moves. Und das Dritte ist, dass dein Körper die Körpermechanik, die dahinter steckt, nicht versteht. Und jetzt beginnt der Kreislauf, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Aber warum meine ich das so? Weil wenn du versuchst, egal wie, in einen Move hineinzukommen, hineinspringst und dich irgendwie hineinpresst und dann meinst, das kannst du jetzt, dann machst du das nächste genauso und das nächste genauso. Und dann machst du bald Sachen, auf die dein Körper nicht vorbereitet ist. Wenn du Moves in einer unkontrollierten Art und Weise machst, hat der Körper viel, viel mehr Mühe, diesen Sprung abzufangen. Du greifst schnell irgendwo hin, bist da, kommst viel zu rasch in eine Position, dein Grip stimmt nicht, du rutschst und kommst schlecht ins Handgelenk, tust dir da weh, Ellbogen, Schulter. Das alles kann Verletzungen verursachen. Ist das klar, was ich meine? Und noch einmal eine letzte Sache. Wenn du Pole Dance in deiner Freizeit machst, wie oft trainierst du? Einmal in der Woche? Zweimal vielleicht? Und für wie viele Jahre trainierst du schon? 2 Jahre? 3 Jahre? Wie lang? Was glaubst du, wie lange deine Pole-Idole schon Pole Dance trainieren? Und wie oft in der Woche? Dass sie diese unglaublich fantastischen, orgenschlimmen Moves machen? Wahrscheinlich öfter. Und machen schon länger. Die Zusammenfassung. Stress dich selber nicht mit dem nächsten, dem nächsten, dem nächsten und noch einmal dem nächsten Trick. Es geht nicht nur um die Tricks. Wenn du es in deiner Freizeit machst, geht es darum, Spaß zu haben, eine gute Zeit mit deinen Pole-Sisters zu haben, deinen Körper zu kräftigen, flexibler zu werden und einfach für dich was getan zu haben. Und wichtig auch, lerne die grundlegende Technik, die dahinter liegt. Körpermechanik verstehen, um Verletzungen vorzubeugen und arbeite immer mit Kraft. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Pole Dance Verletzungen? Hast du dein System geändert, wie du trainierst, was du machst? Schreib es in den Kommentaren, ich freue mich darüber. Wenn dir unser Video gefallen hat, gib uns ein Like, teile es mit deinen Freunden, schreibe einen Kommentar und abonniere den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Bussi Baba. Muah.